Rockstar Bennington 41, heute wäre sein 42. Geburtstag. Was für ein trauriger Tag für die ganze Familie. Im Juli vergangenen Jahres sorgte diese Meldung für eine regelrechte Schockwelle in der Musikwelt. Mit nur 41 Jahren nahm sich Rockstar Bennington 41 das Leben. Der Frontsänger der Band Linkin Park litt lange an starken Depressionen und erlag schließlich der Krankheit. Für seine Liebsten dürfte der heutige Tag besonders emotional werden, denn heute wäre 42 Jahre alt geworden. Wurde 1976 in Kalifornien geboren und gründete bereits als Teenager gemeinsam mit einem Jugendfreund seine erste Band. Schon in jungen Jahren kam der Tattoo-Freund immer wieder in Kontakt mit Drogen und Alkohol, kämpfte früh mit Abhängigkeit und psychischen Problemen. Mit 23 Jahren fand er in seine Bestimmung und feierte mit der Band zahlreiche große Hits, wie In the End oder Numb. Seine Probleme ließen jedoch auch während der Erfolgsphase nicht nach, so dass er seine Sucht und die Depressionen immer häufiger in Songs verarbeitete. Am 20. Juli 2017 wurde schließlich tot in seiner Villa in Palos Verdes Estates gefunden. Er hinterließ seine Ehefrau und 6 Kinder. Kürzlich rief Rockstars Witwe Talinda Andley ihr öffentlich dazu auf, am Geburtstag ihres verstorbenen Mannes ein Foto zu veröffentlichen, auf dem steht: Ich bin die Veränderung. 13 Jahre lang habe ich mit angesehen, wie mein Mann mit Depressionen und Sucht kämpfte. Ich habe mich oft verängstigt und allein gefühlt, erklärte sie dazu auf Twitter.